Als wir mit der Recherche für passende Produzenten gestartet haben, haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass es zwar möglich ist, Produzenten für Klamotten zu finden, aber es umso schwieriger ist, welche zu finden, die tief im Thema Nachhaltigkeit sind und auch entsprechende Materialien sourcen können. Und deswegen war uns klar, dass wir Hilfe brauchen. Und mein Professor hat uns mit der Alex connected. Alex hat fast 9 oder 10 Jahre bei Armed Angels gearbeitet. Armed Angels ist so einer der Vorreiter, was nachhaltige Textilien angeht, und hat halt ein unglaubliches Wissen, was das Sourcing angeht, also die Beschaffung, die Produktion und worauf zu achten ist, speziell Thema Nachhaltigkeit. Sie war halt wirklich seit Juli 2018 dabei, war irgendwie wie meine Mentorin und hat uns halt geholfen, die richtigen Kontakte zu finden, hat uns geholfen, worauf wir achten müssen. All das, wo wir halt noch keine Erfahrung hatten. Bevor wir dann richtig starten konnten, und Alex quasi nutzen und einspannen konnten für die Produktion, mussten wir erstmal eine Kollektion oder auch ein Logo erstellen. Das gab es bis dahin alles noch nicht. So, dass wir wirklich etwas in der Hand haben, womit wir zu den Produzenten gehen können und wo wir konkret dran arbeiten können. Weil mit einer groben Idee zum Produzenten zu gehen, ist keine gute Idee, weil man sonst einfach nur Zeit verschwendet. Wir hatten jetzt quasi die Basis. Und der nächste Schritt war dann jetzt quasi, wie hat das Logo auszusehen?